Moin Moin, willkommen zu einem neuen Video. Ja, das heutige Thema ist das Aktien-Sparplan-Depot von mir. Das ist jetzt bereits schon das 13. Update und zwar für März 2019. Ja, wir befinden uns auch direkt in meinem Blog, wo ich auch den Beitrag schon verfasst habe. Und da sehen wir, dass wir diesen Monat oder also für März ich genau die gleiche Summe investiert habe wie die letzten Monate, also die 380 Euro. So, dann haben wir 15 Unternehmen, die haben einen Kaufwert bereits von 434 Euro. Ein Unternehmen hat 106 Euro Wert und das 17. Unternehmen, was ich ja erst seit März drin habe, ist 50 Euro wert. Ja, hier ist die Summe, was ich insgesamt investiert habe. Auch einmal drauf. Ja, jetzt können wir uns mal anschauen, von wem ich die Dividende alles erhalten habe. Fangen wir mal oben an. Das ist IBM mit 4,03 Euro. Dann Unilever mit 2,85 Euro. Dann Johnson & Johnson mit 2,45 Euro. McDonald's mit 2,48 Euro. Microsoft mit 1,62 Euro. Und das sechste Unternehmen, das ist das, wo ich halt die Dividende mal reinvestiere. Das ist, habe ich auch ein E vergessen hier, wie ich sehe. Das ist Boeing mit 55 Cent. So, hier haben wir nochmal den Screenshot, dass es die Sachen eingegangen sind. Und dann können wir mal vergleichen zum letzten Monat. Ich weiß nicht, warum ich hier das E vergessen habe. Ja. So, also, wie bereits gesagt, IBM hat aktuell 4 Euro gemacht und im letzten Quartal noch, das war im Dezember, hatten die 2,85 Euro an Dividende ausgeschüttet. Das sind jetzt mittlerweile schon 1,18 Euro mehr. Man kann sagen, also fast ja, oder über 40% mehr als noch im letzten Quartal. So, Unilever hatte, wie bereits erwähnt, 2,85 Euro ausgeschüttet und im letzten Quartal, also im Dezember, 1,95 Euro und somit habe ich jetzt 90 Cent mehr gehabt und das machte halt eine Steigerung halt 46%, also auch eine Steigerung zum letzten Quartal. So, Johnson & Johnson hatte 85 Cent mehr mir eingebracht als noch im letzten Quartal und das macht die größte Steigerung in diesem Monat, das ist die 53%, also das ist schon enorm. Ja, dann haben wir Microsoft mit 55 Cent mehr, das sind auch 51% Steigerung, McDonald's mit 82 Cent mehr, auch hier fast 50%, also 49%. Dann haben wir Boeing, da war ja im letzten Quartal, im Dezember, war ja noch ganz am Anfang, da hatte ich nur 11 Cent erhalten. Jetzt habe ich ja schon die 55 Cent erhalten und somit sind das 44 Cent mehr und das sind natürlich jetzt 400%, aber das wird sich halt einpendeln, das ist jetzt natürlich die Zahl, kann man jetzt nicht verwenden. Ja, insgesamt konnte ich dann meine Quartals, also vom Dezember auf jetzt auf März von 11,28 Euro auf 13,97 Euro erhöhen, obwohl zum Beispiel Coca-Cola im Dezember ausgezahlt hat, natürlich jetzt nicht ausgezahlt hat im März. Ja, es ist immer noch eine Steigerung von 24%. So, das soweit dazu. Jetzt können wir uns nochmal das Portfolio bei der Consorsbank anschauen. Da sehen wir halt Altria Group, Apple, also halt alle haben, also nicht alle, aber die meisten haben derzeit ein Plus zu verzeichnen. Also Altria mit 2%, Apple mit 8%. Hier haben wir AT&T halt, das ist nur einer der wenigen, der hat minus 1,4%. So, dann schauen wir mal, da Thomas Cisco Systems hat fast 23% Plus. So, jetzt kommen wir weiter runter. Dann finden wir zum Beispiel hier Procter & Gamble, ein ganz starkes Unternehmen bei mir im Portfolio mit fast 30%, also fast 125 Euro im Plus, seitdem ich das habe. Dann Starbucks auch mit 30% im Plus. So, und dann haben wir hier noch die Toronto Dominion Bank, die ist mit 7% im Minus. Das waren also AT&T und Toronto sind halt im Minus. So, die restlichen 15 Unternehmen sind im Plus. Mein Gesamtdepotwert kann man hier auch sehen. Ja, dann gehe ich mal wieder zurück zum Blog und da sehen wir halt auch eine Steigung von meinem ersten Monat. Das war im März 2018, hatte ich ja noch keine Dividende erhalten, aber im zweiten Monat April, da hatte ich eine Dividende von 2,36 Euro
Und mittlerweile, wie man bereits gesehen hat, hier im März ist es halt meine 12. Ausschüttung, aber 13. Monat mit fast 14 Euro, also von 2 Euro auf 14 Euro mittlerweile angehoben. Ja, das war's dann auch schon für das Video. Also hier habe ich nochmal die aufgeführt, wie gesagt, also von IBM, McDonald's, Microsoft, Johnson & Johnson, Unilever und Boeing drinne. Fast 14 Euro in diesem Monat. Im letzten Monat hatte ich ja 14,13 Euro gehabt, also jetzt sind das 16 Cent weniger. Ist halb so schlimm. Ich denke mal, im April wird es wieder die 14 Euro werden, hoffe ich. Ja, das war's dann auch für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.